Herr Dr. Gauland, viele Menschen machen sich Sorgen über die Ukraine. Wie beurteilen Sie die Lage? Also ich glaube, Sorgen muss man sich nicht machen, wenn Sorgen bedeutet, dass es einen europäischen Krieg geben könnte. Aber man muss sich schon Sorgen machen, dass hier Dinge verändert werden, an die wir uns gewöhnt haben. Und von daher ist es klug, alle Konfliktparteien in eine diplomatische Aktion einzubeziehen und den Versuch zu machen, zusammen mit Russland das Ukraine-Problem zu lösen. Welche Fehler wurden Ihrer Meinung nach in der Vergangenheit von westlicher Seite aus gemacht? Dass man lange Zeit den Versuch gemacht hat, diese Dinge ohne Russland zu lösen. Und dass man 1990/91 den Russen nicht eine gleichberechtigte Rolle in einem neuen Europa angeboten hat, sondern eigentlich nur den Versuch gemacht hat, die NATO nach Osten auszudehnen. Was erwarten Sie in der derzeitigen Lage von der Bundesregierung? Von der Bundesregierung erwarte ich mir, dass sie kein Öl ins Feuer gießt, dass sie, was Steinmeier auch macht, den Versuch macht, alle Konfliktparteien an einen Tisch zu bekommen und vor allen Dingen, dass sie Russland wieder näher an Europa heranführt und dass sie keine Politik betreibt, die die Russen als etwas empfinden, wodurch sie isoliert werden. Herr Dr. Gauland, wie beurteilen Sie das Verhalten der Akteure in der Ukraine-Krise? Wenn Sie die westlichen Akteure meinen, dann sind die eigentlich jetzt erst wirklich aufgewacht und haben im Grunde genommen die ganzen Jahre darauf gesetzt, dass die Russen sich die Situation gefallen lassen, die dadurch eintritt, dass man diese Staaten alle allmählich in den Westen hineinzieht. Was würden Sie sagen, kann die AfD eine Alternative anbieten, auch in der Außenpolitik? Ist die Ukraine hier ein erster Schritt nur zu einer alternativen Außenpolitik? Also von alternativer Außenpolitik würde ich jetzt nicht sprechen, weil da müsste man sehr viel erklären. Ich glaube schon, dass wir eine andere Art von Außenpolitik formulieren müssen als die Parteien CDU und SPD. Und das bedeutet ganz besonders, dass wir ein gutes Verhältnis zu Russland haben oder unsere Verpflichtungen in der NATO irgendwie nicht zu achten und ohne, dass wir uns zwischen West und Ost bewegen. Aber wir sollten sehr viel stärker die russischen Interessen in unser Denken einbeziehen. Das klingt ja sehr vernünftig. Gibt es außerhalb von der AfD bekannte Politiker oder Personen, die ihre Thesen teilen? Ja, doch eine ganze Menge. Also wenn Sie in einen der letzten Spiegel geguckt haben, Helmut Schmidt, Erhard Eppler, Klaus von Dohnanyi, witzigerweise Alice Schwarzer, Gregor Gysi. Also es gibt eine Menge Leute aus verschiedenen Parteien und das finde ich auch gut, dass es kein Rechts-Links-Schema ist. Es gibt Egon Bahr, es gibt verschiedene Politiker, die eine andere und mehr an den Interessen Russlands orientierte Politik empfehlen.